Wir bei Prometheus glauben an die Macht der Ideen. Mit unserem Projekt des Freiheitslexikons wollen wir euch die bunte Vielfalt ein bisschen näher bringen. Mit unserem Videoprojekt dazu soll die verschiedenen Denkerinnen und Denker und Themen des freiheitlichen Spektrums mit interessanten Interviewpartnern vorgestellt werden. Und damit Vorhang auf. Moderne Gesellschaft und die althergebrachte Dogmatik der Religion, säkularer Staat und der Allgemeinheitsanspruch von Christentum, Islam und anderen Religionen, die Kälte des Kapitalismus und die Wärme der christlichen Heilslehre. Für viele Menschen in den aktuellen Debatten geht Religion, Kirche und Liberalismus, Freiheit, der säkulare Staat nicht unbedingt zusammen. Die Debatte ist geprägt von viel Diskussion und Argumenten. Und um sich mit Religion, Christentum, dem liberalen Staat auseinanderzusetzen, freue ich mich heute sehr, dass wir mit Herrn Professor Dr. Ronheimer, einen absolut versierten Experten, interviewen dürfen zu seinem Artikel in unserem Freiheitslexikon. Professor Dr. Ronheimer ist als Schweizer katholischer Philosoph und Priester, Professor für Ethik und politische Philosophie an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom, Gründungspräsident des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy und Autor einer Vielzahl von Publikationen, einmal auf der wissenschaftlichen Seite zu Verteidigung der Evolutionstheorie gegen Kreationismus und Intelligent Design, Moralphilosophie, medizinische Ethik und eben auch zur politischen Philosophie. Und neben dem wissenschaftlichen, akademischen Gutachten und Papern, die er geschrieben hat, hat er auch viel Blogs geschrieben, um die Themen rund um sein Forschungsgebiet auch der Lay Audience nahebringen zu können. Und nun freue ich mich sehr, dass Sie hier sind zu unserem Interview rund um das Freiheitslexikon. Vorhang auf, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mich freut das auch, dass ich hier wieder mitarbeiten kann mit Ihnen. Ja, vielen Dank. Also ich würde gleich nach dieser Vorstellung mit einer sehr allgemeinen Frage einsteigen, da sie ja über Christentum und den säkularen Staat geschrieben hat. Ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, mit einer Frage generell zur Religion einzusteigen, gerade für unsere Hörer und Leser, die sich nicht so ausgiebig damit beschäftigt haben. Wie verhält es sich denn eigentlich mit Religion und Freiheit? Warum ist Religion wichtig? Und wenn sie wichtig ist, ist sie dann schädlich oder nützlich für die Freiheit? Ja, es ist natürlich so, wir befinden uns in einem ganz bestimmten kulturellen, geschichtlichen Kontext. Wenn wir von Religion sprechen, zumal in der Geschichtswissenschaft, auch in der Philosophie, dann meinen wir natürlich unsere eigene kulturelle, religiöse Tradition. Und die ist vom Christentum geprägt. Das ist ein Fakt. Und deshalb ist natürlich auch unser Religionsbegriff sehr stark vom Christentum geprägt. Es gibt natürlich Religionen, die völlig anders sind, völlig anderer Art sind als das Christentum, die eine ganz andere Beziehung haben auch zur politischen Realität, die ganz anders gewirkt haben in der Geschichte. Und so kann ich eigentlich, ist es eigentlich sehr schwierig, über die Religion an sich zu sprechen. Es gibt auch Naturreligionen natürlich. Es gibt alle ganz verschiedene. Es gibt natürlich die großen Offenbarungsreligionen, zu denen auch der Islam gehört, der aber wiederum kulturell ganz anders geartet ist. Und natürlich in diesem Sinne auch nicht Europa kulturell geprägt hat, sondern nur indirekt geprägt hat, zum Teil durch die Abwehr, seine Abwehr oder auch durch Einflüsse oder Vermittlungsleistungen, nicht aus der vor allem der antiken Kultur. Aber unser Religionsbegriff ist natürlich sehr klar vom Christentum geprägt. Und da muss man halt schon sagen, dass die Frage, ob jetzt Religion wichtig ist, eigentlich eine müßige Frage ist. Sie ist einfach historisch dominant gewesen. Sie hat, das Christentum hat Europa geprägt.
natürlich streitet man sich darüber, worin diese Prägung besteht, ist sie positiv oder ist sie negativ zu beurteilen. Aber die Wichtigkeit ist eigentlich mal ein historischer Fakt, nicht? Aber man kann die Frage natürlich auch anders verstehen, und das ist vielleicht eher, wie Sie es gemeint haben, wie verhält sich jetzt Religion zur heutigen, ja, zur Demokratie zum Beispiel, also zu einer freiheitlichen politischen Kultur? Ist sie da wichtig? Und wenn ja, ist sie gut oder ist sie schädlich, nicht? Das ist vielleicht eher der Zweck Ihrer Frage gewesen. Aber auch hier muss ich natürlich wieder auf das Christentum rekurrieren, weil auch hier kann man diese Frage, glaube ich, nicht beantworten, ohne sich zu fragen, welche Religion und welche Art von Religion. Nun, ich bin natürlich Partei sozusagen. Ich bin Vertreter nicht nur einer Religion, sondern einer Kirche. Also Vertreter nicht im Sinne des offiziellen Vertreterseins, aber ich bekenne mich dazu und das sieht man mir ja auch an. Und ich versuche natürlich aber auch dieses Thema doch mit einer gewissen, soweit es mir möglich ist, Objektivität anzugehen. Und ich sehe da natürlich auch nichts in der Geschichte, nichts in der Wirklichkeit ist schwarz oder weiß. Es gibt da sehr viele Grautöne. Und was heißt schon Religion, was heißt Kirche auch? Diese Realitäten sind ja auch historische Realitäten, die sind immer auch von Menschen getragen, von Menschen verwirklicht, und Menschen sind fehlbar, Menschen sind begrenzt, Menschen haben, da gibt es Gute und Schlechte, und so ist es auch bei der Kirche und der Verwirklichung des Ganges der Kirche, dieser Stiftung durch, wie ich überzeugt bin, natürlich als katholischer Christ, ist eine Stiftung, die nicht eine Erfindung von Menschen ist, sondern auf göttliche Offenbarung zurückgeht und in sich und als solche natürlich vollkommen ist, aber in ihrer Verwirklichung durch die Menschen natürlich auch immer geprägt ist von Vorurteilen, von historischen Kontexten auch, von Zwängen, von Schwierigkeiten, mit denen Menschen eben fertig werden mussten und auf ganz verschiedene Art fertig geworden sind, von moralischer Größe, aber auch vom Gegenteil. Und diese Geschichte ist sehr komplex und kann nicht so leicht auf einen Nenner gebracht werden. Also, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ich will jetzt noch nicht alles sagen, es geht ja dann noch weiter, Sie haben noch andere Fragen. Ist sie schädlich oder nützlich, haben Sie gefragt. Ja, ich glaube, Religion, und ich glaube, eine Religion wie das Christentum ist auf jeden Fall, bildet gerade für den modernen, freiheitlichen, säkularen Staat ein Gegengewicht, das meiner Ansicht nach ganz wesentlich ist, weil das Christentum nämlich eben eine Heilslehre ist. Also das Christentum sagt Ihnen, wie Sie zum ewigen Leben kommen können, wie Sie für die Ewigkeit glücklich werden können. Sie gibt Ihnen die Verheißung auf ein Paradies, wenn man das so, das aber nicht in dieser Welt ist, sondern das eben in einem Jenseits ist. Und das ist eigentlich gut für die Politik, weil das gibt ein Gegengewicht für alle Versuchungen, aus dieser Welt ein Paradies zu machen mit menschlichen Kräften, weil all unserer Erfahrung gemäß hat jeder Versuch, aus der Welt mit rein menschlicher Anstrengung ein Paradies zu machen, dazu geführt, die Welt zur Hölle zu machen. Und war menschenverachtend, freiheitsberaubend. Und in diesem Sinne ist natürlich die Religion eigentlich eine Religion, die sich eben in diesem Sinne als Heilsversprechen präsentiert, an sich nützlich, aber mit einer Voraussetzung. Nämlich dann, wenn sie auch in Ansicht vertritt, dass der Bereich des Politischen an sich von der Religion getrennt ist und an sich mit der Religion nichts zu tun hat, dass also Religion oder Kirche, wenn wir jetzt auf die christliche Religion eingehen, nicht zuständig ist für die Ordnung dieser Welt oder nicht fundamental zuständig ist, sondern dass diese einer eigenen Logik gehört, dass also Schöpfungsordnung und Ordnung des Heils, des ewigen Heils, die Dinge also Schöpfung, sondern das heißt, wie gestalten wir aufgrund der Wirklichkeit innewohnenden Logik die Dinge dieser Welt, eben auch das gesellschaftliche, soziale, politische, wirtschaftliche Leben und die Fragen des ewigen Heils, also wie komme ich ins Paradies, um es ein bisschen so ganz kindlich zu formulieren, dass das zwei verschiedene Ebenen sind.
Und da muss man sagen, das ist eben ganz wesentlich für das Christentum, dass sie diese beiden Ebenen von Anfang an getrennt hat. Sie hat von Anfang an sich nicht zuständig erklärt für die Dinge dieser Welt. Das ist ja das berühmte Diktum von Jesus Christus im Evangelium. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Nicht? Als man ihn eigentlich aufforderte, einzugreifen in diese Dinge, darf man eigentlich Steuern bezahlen? Das ist nicht meine Kompetenz. Und diese Trennung von des Politischen und des Religiösen ist im Christentum eingeschrieben. Sie dürfen jetzt dann ruhig nachfragen, weil da sind natürlich viele, da kann man sich jetzt nachfragen, ja, aber wie war das dann in der Geschichte und so? Das war natürlich sehr komplex, da könnt ihr drüber reden. Aber das ist die Grundbedeutung, das ist der Ausgangspunkt, der für mich ganz wesentlich ist. Und in diesem Sinne kann man sagen, ist das Christentum eigentlich ein Segen für die Welt? Oder hätte es auch sein können oder immer sein können. Die Frage ist, wie ist dann die Geschichte verlaufen? Da können wir uns dann, da kann man dann vieles dazu sagen. Ja, und das leitet ja auch schon auf meine nächste Frage über, dass das, worüber Sie gerade gesprochen haben, dass Christentum und säkularer Staat eigentlich schon immer einhergegangen sind. Aber historisch war das natürlich nicht immer der Fall und auch heutzutage wird es wahrscheinlich eher kritisch gesehen, inwiefern jetzt Freiheit und Religion zusammendenkbar sind. Und in der Geschichte hat das Christentum ja mit dem Aufkommen der Aufklärung nicht immer mit wehenden Fahnen verteidigt, sondern es gab auch viel Kritik an gerade im Beginn der Aufklärung. Und jetzt wird das Christentum der liberalen, modernen und aufgeklärten Gesellschaft konträr gegenübergestellt. Da sagen Sie jetzt aber, zum Beispiel ein Zitat von Ihnen ist, dass die Aufklärung nicht vom Himmel gefallen ist. Und jetzt frage ich mich, was Sie damit eigentlich meinen. Stehen Aufklärung und Christentum doch nicht in Konflikt miteinander, sondern ist das Christentum bedingend für die Aufklärung gewesen? Es ist, auch das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage, weil das schwierig in dem Sinne, weil ich möchte jetzt nicht, da müsste man sehr viel dazu sagen. Was ich damit gemeint habe, ist natürlich, dass die Aufklärung selbst letztlich in ihren, was die eine so etwas wie Aufklärung, das ist ein sehr weiter Begriff jetzt natürlich, es ist eine Epoche von vielleicht 200 Jahren, was die Aufklärung ermöglicht hat, ist die Neuzeit überhaupt, die Moderne ermöglicht hat. Das sind eigentlich Ressourcen, die letztlich aus dem Christentum kamen. Das ist nicht einfach so. Die Aufklärung hat sich ja auch nicht gegen das christliche Mittelalter gestellt. Das ist ja nicht der Fall. Auch der Liberalismus, der liberale Konstitutionalismus und das ganze aufklärische, die Dynamik der Aufklärung hat sich ja nicht gegen das Mittelalter gestellt. Das Mittelalter war schon längst vorbei. Nach dem Mittelalter kam die Renaissance, es kam die Reformation, es kamen die konfessionellen Bürgerkriege, die Religionskriege, es kam der Westfälische Frieden, es kam der konfessionelle absolutistische Fürstenstaat mit der Idee, auf diese Weise den Religionskonflikt zu beenden, indem halt einfach der Fürst dann bestimmte, welche Religion sein Land hatte. Das hat alles nichts mit dem Mittelalter zu tun. Das war eine politische Lösung, um einen religiösen Bürgerkriegskonflikt zwischen Konfessionen zu beenden. Und daraus ist dann eben im 17. Jahrhundert dieser absolutistische Staat entstanden, als katholischer oder eben als protestantischer Staat der sehr repressiv war, sehr autoritär war, sehr intolerant war, wo man also, um seine eigene Religion zu bewahren, da konnte man auswandern, aber das war die einzige Möglichkeit, sonst musste eigentlich, es war so bestimmt, dass die Untertanen halt die Religion ihrer Fürsten hatten. Und das war nicht nur im katholischen Bereich so, das war überall so. Und dagegen hat sich die Aufklärung, hat sich nachher auch der Liberalismus entwickelt. Das muss man ganz klar sehen. Das war das Problem eigentlich. In einem gewissen Sinne war ja das Mittelalter, ich möchte das jetzt aber unter Anführungszeichen sagen, war ja viel liberaler als die Neuzeit. In dem Sinne nämlich, als eben im Hochmittelalter, im 12. Jahrhundert, im 11. Jahrhundert begann diese Entwicklung,
die dann in den sogenannten Investiturstreit einmündete, haben ja die Päpste gegenüber den Königen und Kaisern die Meinung vertreten, dass die weltliche Gewalt eben nur für die weltlichen Dinge zuständig ist und nicht für die kirchlichen Dinge. Weil Sie müssen sich ja denken, dass im Frühmittelalter Karl der Große, der hat sich ja selber als Stellvertreter Christi bezeichnet. Und alle seine Nachfolger haben beansprucht, auch eine religiöse Funktion inne zu haben. Die Sakralisierung der politischen Gewalt, die wurde ja von den weltlichen Herrschern durchgeführt, von christlichen weltlichen Herrschern, beginnend mit Karl dem Großen, nicht? Kulminierend mit Otto dem Großen und so weiter. Und natürlich, was hat die Kirche gemacht? Nicht mit einer liberalen Intention, das würde ich jetzt behaupten, das waren jetzt keine Liberale, das wäre völlig anachronistisch, aber die haben sich gesagt, nein, also ihr habt uns da nicht rein zu regieren. Kirche und Staat, geistliche und weltliche Gewalt, das sind zwei verschiedene Sphären, die müssen auseinandergehalten werden. Und ihr Könige und Kaiser, ihr seid zuständig für das Kriegswesen, für das Wirtschaftliche, für das weltliche Wohl eurer Untertanen, aber nicht für ihr geistliches Wohl. Dafür sind wir allein zuständig. Und deshalb hat man auch nicht mehr toleriert, dass die weltlichen Herrscher Bischöfe bestimmt haben, nicht? Und so weiter. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der allerdings dann paradoxerweise dazu geführt hat. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, diese Päpste haben ja auch das päpstliche Appellationsrecht eingeführt. Die haben nämlich das Recht eines jeden Menschen eingeführt, direkt an den Papst zu appellieren gegen Missbräuche ihrer Herrscher. Also die haben die Meinung vertreten, wir als geistliche Gewalt sind letztlich zuständig für Gerechtigkeit und Frieden. Und wenn irgendjemand die Gerechtigkeit und den Frieden unterminiert, dann hat jedermann das Recht, an den Papst zu appellieren. Und der Papst darf sogar dann einen solchen Herrscher absetzen, exkommunizieren und absetzen. Und zwar, aber man muss sich jetzt das mal überlegen, das ist eigentlich ein Denken, dass also nämlich das Politische, die Politik und die politische Macht ist begrenzt durch das Recht. Aber dieses Recht hat die Kirche verwaltet. Und das war halt so im Mittelalter. Die Kirchenjuristen, das kirchliche Recht war, und das können Sie in jedem guten Standardwerk der europäischen Rechtsgeschichte nachlesen, das kirchliche Recht, das moderne Staatsrecht hat sich aus dem kirchlichen Recht herausentwickelt. Die Kirche hat hier die ganze Vorarbeit geleistet, nicht? Allerdings war das keine gute Entwicklung, weil dadurch wurde natürlich die päpstliche Macht politisiert. Aber der Anspruch war nicht ein politischer, der Anspruch war ein geistlich-pastoraler. Man hat sich gesagt, die Sphären sind zwar verschieden, aber es muss einen Schiedsrichter geben, sozusagen, was wir heute die Verfassungsgerichtsbarkeit nennen würden. Und die liegt bei der Kirche. Sie ist die letzte Instanz, die darüber entscheiden kann, ob ein Herrscher legitim ist oder nicht. Und darum haben sie Herrscher abgesetzt. Und sie haben in der Regel Herrscher abgesetzt, die nun wirklich also nicht gerade vorbildlich waren. Und bei der Heinrich IV., der ja von Papst Gregor exkommuniziert wurde und damit quasi vogelfrei erklärt wurde, der hatte ja Ansichten, die eigentlich reaktionär waren. Der war der Ansicht, die Kirche hat die Aufgabe, die Menschen zu guten Untertanen des Kaisers zu erziehen. Und der Kaiser hat die Aufgabe zu schauen, dass die richtigen Bischöfe in der Kirche drin sind. Das war die Auffassung Heinrich IV. Und gegen das, deswegen wurde er exkommuniziert. Weil er diese Politik verfochten hat. Das muss man halt auch sehen. Und daraus ist dann diese päpstliche Plenitudo Potestatis im Mittelalter entstanden, also diese Fülle der Macht, der Gewalt eigentlich, also der Rechtsgewalt ist damit gemeint. Es war nicht eine politische Gewalt. Und aus einem Kirchenstaat, das ist aber ein anderes Thema, den es Gott sei Dank nicht mehr gibt. Das ist ein großer Segen für die Kirche, dass es den nicht mehr gibt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber da wurde sehr viel Vorarbeit geleistet, nicht?
Und man kann das also rechtshistorisch auch sehr schön verfolgen. Und da gibt es sehr viele Arbeiten über Studien, das ist sehr gut erforscht, wie eben das moderne weltliche Recht, auch das Recht des Staates, sich herausentwickelt hat aus dem kirchlichen Recht. Das ist ganz entscheidend, das zu sehen. Also wir haben hier eine Spannung. Auf der einen Seite sagt die Kirche von Anfang an, es gibt eine klare Trennung zwischen Politik und Religion. Die Kirche hat nie, das Christentum hat nie aus ihren heiligen Texten, also aus der Bibel, irgendwelche politischen Schlussfolgerungen gezogen. Keine Rechtsordnung. Sie hat das römische Recht übernommen. Sie hat die römische Staatsform des Kaisertums übernommen am Anfang. Sie hat nie beansprucht, dass wir jetzt aufgrund der Bibel irgendwie da etwas Eigenes machen können, sondern sie hat diese Verschiedenheit des Fern anerkannt und im Gegenteil hat sie sozusagen inkulturiert in eine rechts- und politische Kultur, die römisch war, mit griechischen Wurzeln, und dadurch ist Europa geformt worden, das ist ganz entscheidend, nicht? Auf der anderen Seite, und das ist jetzt das scheinbare Paradox oder die Spannung, hat die Kirche immer auch von Anfang an beansprucht, eben aus pastoralen Gründen, also aus seelsorglichen Gründen, auch das letzte Wort zu sprechen über die König und die Kaiser. Du hast zwar deine Aufgabe, du hast dein Amt, aber als Person bist du ein Sohn der Kirche und musst du dich an die Gesetze der Kirche handeln, musst du moralisch handeln. Also zum Beispiel, da gibt es einen ganz berühmten Fall, und das war im 4. Jahrhundert, da war Ambrosius, war der Bischof von Mailand, Ambrosius, das ist noch vor Augustinus, das sind ja so ziemlich früh noch, aber das Reich war schon christlich. Da hat der Kaiser ein Massaker in Thessaloniki veranstaltet, und da hat dann der Bischof Ambrosius von Mailand von dem Kaiser verlangt, hat ihm gesagt, das war Unrecht, das war Unmoral, das hättest du nicht tun dürfen. Er hat es ihm schon vorher gesagt, aber er konnte das dann nachher nicht mehr verhindern. Er hat es noch versucht zu verhindern, also eingegriffen, so etwas darf man nicht machen, das ist unmenschlich, das ist Mord, das sind unschuldige Menschen. Und er hat es ist passiert, und dann hat er von dem Kaiser verlangt, dass er in den Büßerstand tritt. Also mit einem Büßergewand musste der wochenlang Buße, öffentliche Kirchenbuße leisten. Das war die Macht der Kirche über die Kaiser, nicht? Aber eigentlich, wenn man sich das jetzt genau vorstellt, es gab ja damals noch keinen Staat im heutigen Sinne, es gab keine Polizei im heutigen Sinne, es gab keinen Rechtsstaat, es gab keine Verfassung, es gab keine Verfassungsrichter, es gab keine Strafjustiz im heutigen Sinne. Die Kirche hatte halt diese Funktion. Und die hat damit aber mit einem sehr hohen moralischen Anspruch, der jetzt nicht immer von allen ihren Vertretern durchgehalten worden ist, das mag sein, aber wenn man hinschaut, es gab da doch Personen, die waren also ein Ambrosius eben, oder ein Gregor der Große oder Gregor der Siebte, nicht eben, von dem ich vorher gesprochen habe, oder viele andere. Das waren schon große Persönlichkeiten. Die hatten die Mentalität ihrer Zeit, aber das waren jetzt nicht Unmenschen, das waren auch nicht Leute, die nach politischer Macht gestrebt hätten, sondern hatten diese Vorstellung, politische Macht und Herrschaft, die muss eben dem Recht untergeordnet sein und der Moral. Und das ist eigentlich das Wesen des Konstitutionalismus. Rule of law, nicht? Das Recht muss herrschen. Nur war das natürlich, also diese Ideen, diese ganze Tradition, diese Rechtstradition, die ist eben sozusagen vorgeformt worden, nicht? Auch wenn das nicht mit Absicht so geschehen ist, natürlich, das ist klar, das wäre völlig anachronistisch. Larry Siedentop ist ein interessanter Historiker aus Oxford, haben Sie vielleicht schon gehört, er hat ein Buch geschrieben, Die Erfindung des Individuums, wo er ja die These vertritt, dass der Liberalismus ein Kind des Christentums ist. Allerdings fragt er sich, ist es ein eheliches oder ein uneheliches Kind? Und er sagt, es ist eher ein uneheliches Kind, sozusagen. Es ist nicht das Wunschkind des Christentums. Es ist nicht sozusagen geplant gewesen. Es ist halt, aber es ist trotzdem ohne das Christentum wäre es nie auf die Welt gekommen. Ich finde das eigentlich eine ganz gelungene Metapher.
um diesen Prozess zu beschreiben. Auch den Clash, den natürlich dann gar mit der Aufklärung, weil natürlich die Kirche hat sich dann, das habe ich ja schon erzählt, mit dem modernen absolutistischen Staat, hat sich natürlich damals, und das war nicht nur die Katholische, das waren auch die Protestanten, ich meine, Kant hat ja auch, oder die Aufklärer in den protestantischen Ländern, die haben ja auch gegen die Macht der Kirche und die Verwandlung von Kirche und Staat gekämpft, aber da war es ja die protestantische Kirche, nicht? Gegen die Zensur, und das war die protestantische Zensur natürlich. Es ist klar, dass natürlich auch die Kirche dann in diese Position gekommen ist, und das war dann natürlich ein enormer Widerspruch, und also da gab es natürlich einen Clash mit der Aufklärung, mit der Kirche. Das haben auch damals die Menschen der Zeit. Wir blicken ja nie immer genau durch. Wir sind ja immer Kinder unserer Zeit. Diese große historische Perspektive zu haben, das kann man erst eigentlich nachher. Und wir wissen auch nicht, wie werden die Menschen nach uns einmal über uns urteilen. Das wissen wir auch nicht. Wahrscheinlich ganz anders, als wir über uns urteilen. Also die Guten und die Bösen, die werden in 200 Jahren ganz andere sein, als wir jetzt denken, dass sie heute sind. Ja, ich finde die Idee faszinierend zu sagen, dass Gewaltenteilung in einer Gesellschaft nicht nur über die juristische Gewaltenteilung und vertikale und horizontale Gewaltenteilung funktionieren kann, sondern eben auch durch Religion, durch das Christentum im Hintergrund als der letztinstanzliche Richter, der auch noch urteilen kann und damit noch, also im Sinne von Checks and Balances, noch eine weitere Ebene hier auch einziehen kann, was ich spannend finde. Wenn wir aber bei der juristischen Perspektive auch sind, fragt das sogenannte Böckenförde-Diktum, wenn wir bei Fragen des säkularen Staates sind, worin denn eigentlich in einem säkularen Staat, also einem nichtchristlichen Staat, die tragende, homogenitätsverbürgende Kraft und die innere Regulierungskraft besteht, wenn dies nicht mehr durch das Christentum im Staat, sondern eben durch den säkularen Staat geschaffen wird. Und da frage ich mich, was die Position des katholischen Philosophen zu dieser Frage ist. Da ja gerade auch Herr Böckenförde für Ihr Buch auch das Vorwort geschrieben hat, würde mich gerade zu dieser entscheidenden Frage des Staatsrechts natürlich auch Ihre Position nochmal interessieren, die ja natürlich auch gut passt zu Ihrem Artikel zum säkularen Staat. Ja. Ja, Sie meinen dieses Buch, ich habe es hier mitgebracht. Hm? Sie meinen das Buch hier nicht. Genau darum, ja. Da steht ja, das tatsächlich hat Ernst Wolfgang Böckenförde, der leider letztes Jahr gestorben ist, ein Vorwort geschrieben. Wir haben viel auch über den Inhalt diskutiert. Und nun sagt ja das Böckenförde-Diktum, ich habe natürlich auch über das Böckenförde-Diktum mit Böckenförde gesprochen und ich habe auch eine Interpretation da gewagt, die er gelesen hat und die er also auch für richtig empfunden hat. Aber da möchte ich jetzt eigentlich nicht im Einzelnen eingehen. Aber dieses Böckenförde-Diktum sagt ja gerade, dass eben der säkulare Staat die Ressourcen, aus denen er lebt, nicht? Die moralischen Ressourcen, aus denen er eigentlich lebt, nicht selber generiert, sondern die kommen von anderswoher. Der enthält sich ja gerade solcher Urteile über was ist jetzt wahr und was ist jetzt im letzten gut und was müssen Menschen eigentlich tun, um wirklich gute Menschen zu sein und worin besteht jetzt eine richtige Erziehung. Der säkulare Staat, dem geht es also nicht um Wahrheit und um Moral, sondern es geht ihm um Recht und Frieden, um Sicherheit. Möchte eigentlich eine Friedensordnung, eine Sicherheitsordnung. Da denkt er natürlich sehr, also sehr, das ist vielleicht, ja, das kann man schon so sagen, das ist sehr an Hobbes noch orientiert und dann vielleicht auch an Carl Schmitt. Aber an sich stimmt das nicht, also dieser Gegensatz. Deshalb auch anerkennt natürlich als ein grundlegendes bürgerliches Recht der säkulare Staat die Religionsfreiheit. Es ist ihm eigentlich egal, was die Menschen für eine Religion haben. Einem christlichen Staat ist das ja nicht egal. Der versteht sich ja gerade so, also was man so, natürlich im Mittelalter gab es keinen Staat im heutigen Sinne. Nicht? Da gab es ja nur Gewalten. Es gab die kirchliche Gewalt, es gab die Gewalt der Fürsten, der Könige und so weiter. Und das Christentum war einfach die Grundlage von allem. Nicht? Das war sozusagen das oberste Verfassungsprinzip.
dieser Gesellschaft. Und wer natürlich die Lehren des Christentums leugnete, also die Heretiker, das waren Verfassungsfeinde, die waren absolute und die haben sich auch eigentlich gegen die allerhöchste Autorität, nämlich Gott, versündigt und dann hat man halt das römische Recht angewendet, das hat man dann als ein crimen lese majestatis, also als Hochverrat, eingeordnet nach einer verhängnisvollen Rechtslogik und darauf steht halt die Todesstrafe. Das war die mittelalterliche Logik. Aber das war jetzt nicht ein christlicher Staat im neuzeitlichen Sinne. Das ist erst der Neuzeit entstanden, eben nach dem Westfälischen Frieden. Da gab es den christlichen Staat, der hat protestantischer oder katholischer, reformierter oder evangelischer oder also kalvinistischer Konfession war. Und in England der Anglikanismus, nicht der anglikanische Staat, es war Königin, ist immer heute König, Königin als Oberhaupt der Kirche. Das ist ja immer noch so dort. So etwas hat es im katholischen Bereich ja nie gegeben, dass der König oder die Königin Oberhaupt der Kirche war. Undenkbar, das geht, das verstößt total gegen alle Prinzipien, alle katholischen Prinzipien, aber im Anglikanismus ist es geradezu wesentlich. Calvinismus gehört auch dazu, auch meine Heimatstadt Zürich, Zwingli natürlich, die erste Sache, was er gemacht hat, er hat die religiöse und auch die Gerichtsbarkeit auch über die Ehe und alle diese Dinge, die eigentlich immer die Kirche hatte, hat er den politischen, den weltlichen Gewalten übertragen. Nicht? Und das ist eigentlich ein eigenartiger Prozess. So ist eigentlich erst dieser christliche Staat oder diese christliche Obrigkeit entstanden, wie wir sie aus der Neuzeit kennen, und wogegen eben die Aufklärer, die Liberalen und so weiter opponiert haben. Natürlich haben die Katholiken haben das ja auch, nehmen wir Frankreich, das muss man auch sehen, natürlich die Bischöfe, das waren alle Vertreter der Aristokratie. Hm? Und die haben natürlich das Ancien Regime, das System gestützt, weil sie waren Standesvertreter. Und die Französische Revolution ist ja ganz wesentlich gegen die Aristokratie gerichtet gewesen, gar nicht gegen die Monarchie, gar nicht. Die wollten zuerst gar nicht den König weghaben, sie wollten die Aristokratie weghaben. Und da waren natürlich die Interessen des hohen Klerus, also der Bischöfe, waren natürlich tangiert, nicht? Und so ist halt auch die Kirche auf der Seite des alten Regimes gestanden und ist ins Visier der Aufklärer gekommen. Das ist ganz logisch. Das sind verhängnisvolle Entwicklungen, das sind bedauerliche Entwicklungen. Man muss sie aber auch in ihrer, wie soll ich sagen, kontingenzhistorischen, nicht Zufälligkeit, aber historischen, also sie gehören nicht wesentlich zum katholischen oder zum Christentum. Sie sind Ausformen, die durch die Umstände, die historischen Umstände, die sehr verschlungen und komplex sind, sich so herausgebildet haben. Und wir haben ja gerade in der katholischen Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eben eine ganz klare Erläuterung erlebt, nämlich man hat versucht, diesen ganzen historischen Ballast abzuwerfen und gerade zum Beispiel der Frage der Religionsfreiheit ausdrücklich hat man sich gesagt, wir wollen jetzt zurück zur Lehre des Evangeliums und der Apostel und der ersten Christen, weil die haben das ja, die waren ja noch nicht kontaminiert gewesen von all diesen historischen Verstrickungen, die eben da gewesen sind. Aber man muss auch wieder sehen, die Kirche hat natürlich während ihrer ganzen Geschichte für ihre Freiheit kämpfen müssen. Sie ist immer wieder angegriffen worden von den politischen Mächten. Man hat versucht, ihren Freiheitsspielraum einzuschränken, also ihren pastoralen Freiheitsspielraum, und den hat sie sich immer wieder erkämpft, aber dadurch manchmal eben, dass sie sich mit den politischen Instanzen halt liiert hat. Die einfachste Lösung, nicht? Ich liiere mich mit der Macht und mit der politischen Macht, dann kann ich das alles durchsetzen. Und so ist es dann im 19. Jahrhundert noch gewesen. Da war dann der große Crash zwischen Liberalismus und katholischer Kirche, wo die Liberalen in diesem Crash, in diesem Kulturkampf dann auch vieles zerstört haben. Zum Beispiel Hayek, also Friedrich August von Hayek, der bedauert ja sehr stark, dass im Kulturkampf eben die Liberalen eigentlich die Macht des Staates gestärkt haben, dadurch, dass sie so gegen die Kirche gekämpft haben. Was ich verstehe, weil die Kirche hat ja alles in ihren Händen, in katholischen Ländern, die Erziehung, die Ehegerichtsbarkeit, alles war in den Händen der Kirche. Und das ging natürlich nicht in einer Gesellschaft, die sich langsam säkularisierte, die pluralistischer wurde, die sich der Freiheit des Individuums bewusst wurde. Und da habe ich Sympathien mit der liberalen Seite. Aber wir Menschen sind halt so, dass wir immer übertreiben, nicht? Und das ist die richtige Mitte zu finden. Ich finde, das muss man jetzt, im Nachhinein müsste man einfach sich zusammensetzen und sagen, jetzt machen wir einen Strich,
da drunter oder drüber und ich weiß nicht was und machen ein Reboot, nicht? Und vergesst mal diese historisch gewachsenen Divergenzen und Fronten, nicht, die sich da aufgetan haben, weil die sind anachronistisch geworden. Das muss man verstehen aus der Zeit. Und jetzt, und das hat das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil innerhalb der katholischen Kirche wirklich gemacht und versucht, mit mehr oder weniger Erfolg, also auch innerhalb der katholischen Kirche hat das nicht immer, ist das nicht überall auf Zustimmung gestoßen, ist zum Teil auch, es gibt dann, gab man wieder Theologen, die haben das in einer Weise interpretiert, die weit über das Ziel hinausgeschossen sind, also die quasi den Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche dann aufgegeben haben, nicht? Und eigentlich nicht gar nicht mehr, also sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben, nicht? Das war wirklich, haben sie gemacht, nicht? Also man muss ja das Wasser ausschütten, nicht? Am Ende, wenn das Bad zu Ende ist, aber das Kind sollte drin bleiben. Und das Wasser wurde ausgeschüttet an sich, das schmutzige Wasser sozusagen, wurde ausgeschüttet vom Konzil, aber viele Theologen haben das Kind gleich auch noch liquidiert, nicht, wenn man so will, nicht. Das geht natürlich auch nicht. Dadurch sind da wieder, also das ist eine sehr, auch hier wiederum eine sehr konvulsive Geschichte und komplexe Geschichte. Nichts, wie ich am Anfang gesagt habe, nichts ist schwarz und nichts ist weiß, ne? Außer das. Ja. Und die Wirklichkeit ist, sind immer so gemischt und es ist sehr schwierig durchzublicken, einen klaren Blick zu bekommen, was ist eigentlich das Wesentliche, worum geht es eigentlich? Und die Frage ist natürlich jetzt gerade bei der katholischen Kirche sehr interessant. Es gibt ein Diktum von Chesterton, den englischen, britischen, katholischen Schriftstellern, der geschrieben hat, während der Geschichte ist immer, hat es immer Leute gegeben, die gesagt haben, jetzt ist die Kirche am Ende, nicht? Also wie die Hunde, die gebellt haben, aber es sind immer die Hunde gestorben und die Kirche hat überlebt, nicht? Und das ist tatsächlich so jetzt, vielleicht, ich hoffe, dass es auch weiter so ist, aber dass die Hunde sterben und nicht die Kirche. Und ich glaube tatsächlich, da ist etwas Wesentliches, etwas Wichtiges, etwas Tieferes, etwas Größeres da. Aber dass man nicht immer sieht, weil es von den Menschen und von den historischen Verwicklungen, in denen auch diese Menschen drinstehen und die Institution, die Kirche als Institution, als historisches Subjekt oft verdeckt wird und man es nicht so einfach ist, hier einen klaren Durchblick zu bewahren. Das habe ich jetzt versucht, so ein bisschen zu, ja, in meinem Buch habe ich das versucht, dieses Gewirr, nicht? Von Verstrickungen zu entwirren, um den Blick auf das Wesentliche zu bekommen. Und ich denke, das ist ein grandioses Schlusswort, nicht nur für unser Interview, sondern auch um die Idee unseres Freiheitslexikons, zu dem Sie beigetragen haben, auch zusammenzufassen, zu sagen, die Welt ist nicht schwarz und weiß, es sind viele verschiedene Grautöne und wir wollen helfen, diesen Durchblick zu geben. Und ich denke, dass einmal Ihr Artikel, aber jetzt auch dieses Video, was dann zusätzlich zum Artikel veröffentlicht werden wird, vielen helfen wird, einen stärkeren Durchblick zu bekommen, diese Verstrickung aufzulösen und die vielen verschiedenen Grautöne kennenzulernen. Herr Professor Ronheimes, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von aus Wien nach Berlin mit uns zu sprechen und unseren Lesern dieses grandiose Interview zu geben. Vielen herzlichen Dank dafür und ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder persönlich sehen. Ihnen auch ganz herzlichen Dank, Herr Ninger, das hat mir riesen Spaß gemacht. Grüßen Sie bitte alle Ihre Kollegen im Institut, im Prometheus Freiheitsinstitut, dem wir ja auch sehr freundschaftlich verbunden sind. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und alles Gute. Danke. Schön, dass ihr euch unser Video angeschaut habt. Falls ihr noch mehr erfahren wollt, dann findet ihr unter freiheitslexikon.de auf jeden Fall viele interessante Artikel über Denkerinnen, Denker-Themen. Ihr findet auf unserem Podcast Gestatten außerdem spannende Interviews mit den verschiedensten Interviewpartnern und natürlich auf unserer Website prometheusinstitut.de viele andere Projekte und Initiativen, die wir so durchführen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei Vorhang auf.